Bilder der Harmonie. Zum Auftakt des NATO-Gipfels in London empfängt die britische Königin Elisabeth II. Die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses im Buckingham-Palast. Die NATO begeht mit dem Treffen auch ihr 70-jähriges Jubiläum, doch zum Feiern ist ungeachtet der festlichen Bilder niemandem so richtig zumute. Denn es zeigen sich tiefe Risse im Bündnis. US-Präsident Donald Trump nennt es sehr beleidigend, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Militärallianz den Hirntod bescheinigt hatte. Macron begründete dies unter anderem mit dem Einmarsch des NATO-Mitglieds Türkei in Nordsyrien und dem nicht abgestimmten Abzug der US-Truppen aus der Region. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederum droht mit der Blockade von Beschlüssen, wenn die NATO-Mitgliedstaaten die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien nicht als Terrororganisation einstufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sucht derweil die Wogen zu glätten. Ein Vierertreffen mit Erdogan, Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson zu Syrien wertet sie positiv. Es habe gezeigt, dass Begegnungen doch immer gut sind, auch wenn noch ein längerer Diskussionsprozess bevorstehe. Auf der Agenda des Gipfels stehen noch der Umgang mit China sowie der Streit um die Verteidigungsausgaben der Bündnispartner.